Autozeit und das wissen die Autofans ganz genau. Und dass man manchmal Strom im, aber auch ums Auto herum benötigt, das werden Sie gewiss wahrscheinlich auch noch viel besser wissen als ich. Da möchten wir hier jetzt Ihr Zubehör etwas vergrößern, etwas ausweiten und haben ganz, ganz tolle, hilfreiche Elemente für Sie in dieser Sendung mitgebracht. Und mit hilfreichem Element meine ich nicht dich, der liebe Andreas, der ja unser absoluter Autoprofi schlechthin ist, sondern vor allem auch das wunderbare Zubehör, das wir Ihnen jetzt vorstellen dürfen aus dem Hause Revolt. Und da geht es um Strom, Strom, Strom. Strom, ganz Strom. Genau, das ist eine ganz wichtige und wir starten gleich richtig durch. Liebe Zuschauer, am besten auch immer gleich Bestellnummer notieren und die Telefonnummer, weil es geht dann doch schnell. Wir haben einige Produkte für Sie und das erste ist tatsächlich hier. Das braucht man tatsächlich, vor allem, schauen Sie mal, wir haben ein extrem langes Kabel. Wozu ist das jetzt gut? Einmal haben wir hier die Verbindung für den Zigarettenanzünder, den kennen Sie. So, und wenn da einmal was drinsteckt, dann ist der ja belegt. Das bedeutet, da kann nichts anderes mehr rein. Kann doch, denn wir haben mit unserem Adapter hier, jawohl, so sieht man es, ja, so denke ich, sieht man es recht gut, haben wir 3 Zigarettenanzünder. Das ist doch mal ein Riesending. Wow. Denn jetzt hat man eben die Möglichkeit, dass man neben der Dashcam auch das Navi betreibt und eine Kühlbox. Also wenn es in den Urlaub geht, wenn es zum Ausflug geht, ist man tatsächlich hier mit Strom versorgt. Und wenn auf der Rückbank tatsächlich noch die Kids sitzen, ne, die Teens, und sagen, Mensch, wo lade ich denn jetzt mein Smartphone auf, weil hinten im Auto gibt es keine USB-Ladestelle, dann haben wir eben auch noch 2 USB-Anschlüsse mit dabei. Und hier sehen wir sie, da sind sie, die 2 USB-Anschlüsse. Und damit das natürlich dann auch nach hinten reicht, ist das Kabel hier extra lang. Und so können die Eltern oder die Großeltern vorne sich in Ruhe auf den Verkehr konzentrieren, während eben die Kids hinten beschäftigt sind oder eben auch die Mitfahrer. Also das ist nochmal eine ganz tolle Sache, eine ganz tolle Aufwertung. Es ist übrigens möglich hier, das im Fahrzeug bei 12 Volt zu verwenden, aber eben auch in einem Brummi zum Beispiel mit 24 Volt hier. Also auch kein Problem, ganz tolle Revoltqualität. Das heißt also hier tolles Gehäuse mit so einer Soft-Touch-Oberfläche. Und wir haben natürlich hier, was ich Ihnen unterschlagen habe, neben den 3 Zigarettenanzündern hier, nicht nur hier vorne USB, sondern eben auch nochmal hier an der Seite. Das heißt hier 3-mal Zigarettenanzünder, 4-mal USB und 1 Meter Kabel. Das ist schon richtig toll. Und ja, Stromprobleme im Auto gehören tatsächlich der Geschichte an. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich mache viel Camping, dann ist auch das hier eben eine tolle Sache, weil dann hat man eben die Möglichkeit, dass man das Zubehör Navi hier vorne einsteckt, die Kühlbox noch mal betreibt. Und es gibt ja tatsächlich auch schon, wir haben es auch hier, Kaffeemaschinen, ne, die man mit 12 Volt betreiben kann. All das ist hier eben möglich. Eine ganz praktische Sache hier zu einem tollen Preis. Zu einem tollen Preis, 12,26 Euro, um genau zu sein, liebe Zuschauer. Das ist natürlich ein Kracher. Und so oft kommt halt einfach die Situation auch vor, wo man merkt, ein Zigarettenanzünder, der reicht einfach nicht aus, um zum Beispiel mehrere Smartphones zu laden oder für andere Dinge, für andere Eventualitäten. Sie sind jetzt immer bestens gerüstet, 12,26 Euro. Also bitte mit in den Warenkorb legen. Ich schau mal kurz auf die Bestellnummer. Das ist in diesem Fall die ZX1686 und die 569. Immer bitte mit am Ende der Bestellnummer angeben, damit Sie den TV-Sonderpreis im Callcenter, aber natürlich auch online unter www.pearl.tv bekommen. Wir machen aber gleich weiter und haben uns im Vorfeld der Sendung auch schon ordentlich unterhalten, was es denn noch für tolle, tolle Produkte rund ums Auto gibt. Und da ist uns dieses wunderschöne, leuchtend metallic-rote Design aufgefallen des nächsten Produkts. Ja, ganz genau. Also von praktisch und funktionell kommen wir jetzt zu wirklich innovativ und hochinteressant, liebe Zuschauer, denn wir haben hier einen sogenannten Spannungswandler fürs Kfz, für LKWs, für Transporter. Das ist also tatsächlich, wenn man häufiger unterwegs ist, eine ganz, ganz tolle Sache. Und normalerweise, das muss man ganz klar sagen, sind diese Spannungswandler hier richtig teuer, aber bei uns heute natürlich auch zum TV-Sonderpreis. Was kann der jetzt? Damit machst du, liebe Vivien, das ist echt richtig, richtig stark. Aus dem 12-Volt-Anschluss, hier ist er, in deinem Auto einen 230-Volt-Anschluss. Das heißt im Grunde, aus Autostrom wird
Haushaltsstrom. Das ist eine tolle Sache. Und schauen Sie mal, hier vorne sieht man auch noch mal, was ich meine. Denn hier ist diese ganz normale Schuko-Steckdose, ne? Dieser, ja auch Euro-Stecker sagt man dazu. Und da kann eben dieser ganz normale Anschluss angeschlossen werden. Dieser ganz normale Stecker von sämtlichen Verbraucher hier tatsächlich bis 150 Watt. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Und die Größe, die ist nicht umsonst so, liebe Zuschauer. Denn wir passen hier aktuell direkt in einen Becherhalter. Das heißt, dieses kleine Gerät hier ist auch immer gut aufgeräumt. Wenn man zum Beispiel einen Becherhalter im Auto hat, dann wird der einfach da reingestellt und schon ja, muss man den nicht irgendwie im Auto rumfahren haben, hier im Fußraum oder auf dem Sitz. Ganz interessant ist zum Beispiel auch, habe ich gelesen, Elektroscooter werden ja immer beliebter, ne? Also die nimmt man im Auto mit und wenn man am Zielort in der Stadt ankommt, lädt man den aus und dann rollert man so durch die Stadt. Und das ist eine schöne Sache, den kann man während der Fahrt eben aufladen. Ne? Ach, super. Das kann man ja sonst gar nicht. Und da wird einfach hier unser Spannungswandler im Zigarettenanzünder befestigt. Dann macht die Elektronik hier ihr Übriges und hier vorne kommt der Stecker rein fürs Ladegerät von dem E-Scooter. Also hier gibt es tolle Anwendungsbeispiele. Natürlich kann man das zum Beispiel auch mit einem Staubsauger machen, ne, dass man einen Haushaltsstaubsauger hier betreibt oder eben auch einen Autosauger, eine Kühlbox, einen Ventilator. Also hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo ich einen Spannungswandler einsetzen kann, um aus Autostrom, aus 12 Volt im Kfz, Haushaltsstrom mit 230 Volt zu machen. Das ist doch wirklich spitze und vor allem spitze ist auch der Preis. 28,41 Euro. Ich hier übrigens für Ihre Möglichkeit, alles dann jetzt jederzeit hier auch tatsächlich mit Strom zu versorgen. Die Bestellnummer lautet NX3615 und die 569. Passt also, wie du gesagt hast, ganz, ganz toll auch in den Getränkehalter des Fahrzeugs. Das heißt, da fliegt auch nichts bei Ihnen rum. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Und wem empfiehlst du jetzt dieses Produkt? Das kann im Grunde jeder brauchen. Weil oftmals ist es so, das habe ich vor der Sendung ganz kurz gesagt, Vivian, wenn du merkst, dass du, nee, andersrum ist es, oft ist es erst so, wenn dir etwas fehlt, merkst du es, dass du es brauchst. Und das sind eben so diese kleinen Momente, wo man sagt, Mensch, jetzt bräuchte ich irgendwie Strom. Ja, mit diesem Spannungswandlern hat man den halt im Auto immer dabei und kann sich dann eben auch mal aus Situationen retten, ne, wo man normalerweise keine Lösung gehabt hätte. Hier, Haushaltsstrom im Auto dank diesem Spannungswandler hier ist halt eine tolle Sache. Und übrigens, wenn hier der Zigarettenanzünder belegt ist durch diesen kleinen Stöpsel hier, wir haben hier vorne eben auch noch einen USB-Anschluss, um Smartphone, Tablet, E-Book-Reader zu laden. Also hier wird auch nichts blockiert, sondern funktioniert hier weiterhin. Das ist doch klasse. Übrigens auch für die elektrische Zigarette, für all die Raucher unter uns. Absolut. Hier was ganz, ganz Tolles. Gehen Sie in die Leitung, rufen Sie an mit der NX3615 und der 569. Auf das nächste Produkt bin ich ganz gespannt, muss ich sagen. Und da hast du es schön gesagt, Andreas. Manchmal fällt einem erst auf, dass man es braucht, wenn man es halt eben nicht hat. Und da kommen wir zum nächsten Produkt. Das ist wirklich auch ganz klasse. Hier geht es auch wieder um Strom. Und das empfehle ich auch jedem im Auto zu haben. Denn irgendwann kommt tatsächlich der Moment, liebe Zuschauer, wo Sie vor der Situation stehen, dass beispielsweise das Ladegerät vom Handy kaputt ist. So. Und wie kriege ich mein Handy jetzt aufgeladen? Nichts ist in der Nähe. Keine Powerbank, kein Laptop, gar nichts. Ladegerät ist kaputt. Das hier ist ein Spannungswandler, der im Grunde aus 12 Volt 230 Volt macht. Das heißt, ich führe hier meinen 12 Volt Versorger ein und stöpsel das hier zu Hause in die Steckdose. Und jetzt möchte ich Ihnen mal was zeigen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ja. Und zwar hier hinten. Wir haben Smartphone beispielsweise und Navigationssystem. So, ich stelle das hier mal beiseite. Jetzt geht's los. So, das Ladegerät vom Smartphone ist kaputt. Dann habe ich hier meinen Spannungswandler hier. Und jetzt habe ich hier mein 12-Volt-Ladegerät fürs Auto. Renne ich also schnell zum Auto runter, hole mein Ladegerät, stöpsel das hier, ne, in meinen Spannungswandler und stecke das zu Hause dann in die heimische Steckdose. Dafür ist dieser Adapter hier da. Und ich finde, das ist ein richtig tricky, kluges Gerät. Der lädt dann auch entsprechend des Verbrauchers auf. Der überlädt das nicht. Also hier ist eine intelligente Ladefunktion drin. Und das ist halt tatsächlich eine wunderbare Sache. Das heißt, dein Smartphone wird geladen zu Hause an der Steckdose, aber mit dem Kfz-Ladegerät. Weiter geht es. Wenn du zum Beispiel einen Urlaubstrip planst, magst
kannst du ja nicht in der Dunkelheit oder bei Kälte im Auto sitzen und das Navi einstellen. Mhm. Du kannst hier ja die Route bei einem Navi vorprogrammieren. Wer will denn das im Auto machen? Das kann man halt dank diesem Spannungswandler hier ganz bequem vom Sofa aus. Du gehst runter ins Auto, holst dein Navi raus und dann haben wir hier, schauen Sie, den Anschluss für den Zigarettenanzünder. Der wird hier reingesteckt und kommt zu Hause an die Steckdose. Und jetzt kann ich bequem mein Navi zu Hause auf dem Sofa oder am Küchentisch einstellen, kann die Route festlegen, die Routenoptionen festlegen und muss das nicht auf dem Autositz unbequem machen, sondern habe hier dann auch meine Freiräume. Und ich kann das Navi dann eben auch zu Hause an der Steckdose nochmal aufladen. Das ist ja auch nochmal eine tolle, tolle Sache. Definitiv. Und ich kann mir das auch für Urlauber schön vorstellen, die jetzt sagen, ich möchte einfach nicht so viel Kabelsalat mitnehmen. Da hat man dann quasi eins für alles für 6,56 Euro. Probieren Sie das wirklich einfach mal aus. Und wenn Sie da auch jemanden haben, der gerne campen fährt oder in den Urlaub, können Sie auch gerne eins verschenken, wenn Sie wünschen. Ihre Bestellnummer lautet hier NC5402 und die 569. Strom im Auto, aber auch Strom ums Auto herum, im Garten vielleicht, wenn Sie wünschen, ist ab heute kein Problem mehr. Und wir reden nicht von irgendwelchen Außensteckdosen, die mit Außenkabel verlegt werden müssen, sondern unserer sogenannten Steckdose to go. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Jawohl, die kennen Sie vielleicht, liebe Zuschauer, haben die bei uns auch schon gesehen. Und jetzt ist diese Sendung der Anlass, um Ihnen noch mal ans Herz zu legen. Es wird langsam knapp. Die sind beide extrem beliebt, Vivian. Und immer wenn wir die vorstellen, gehen die im Grunde kurz danach schon in den Ausverkauf. Und das ist halt eine schwierige Situation. Weil wir wissen natürlich, dass jetzt die Jahreszeit kommt, wo man draußen ist, wo man was machen will. Wenn bei uns aber die Bestände knapp werden, na dann bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als sie zu vertrösten. Jetzt aber noch mal der Gedanke für Sie, warum brauchen Sie diese Powerbank, diese Steckdose? Wir haben hier eine Kapazität, die ist immens, 42 Amperestunden hier, also vergleichbar mit einer Kleinwagenbatterie. Immens toll, 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 was die Leistung angeht. Wir haben hier unsere Schuko-Steckdose, ne, wo wir den ganz normalen Stecker beispielsweise hier anstecken können von so einem Lüfter. Ne. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man zu Hause auf der Terrasse sitzt oder in seinem Pavillon oder im Schrebergarten, hier mit dieser Powerbank tatsächlich einen waschechten Lüfter betreiben, der dann zu Hause oder auch auf der Terrasse oder im Schrebergärtchen für kühle Luft sorgt. Ich habe den jetzt mal hier unten eingeschalten, dann sehen Sie auch tatsächlich, dass der jetzt hier funktioniert und tatsächlich ja, treibt unsere Powerbank hier unseren Lüfter an. Und ich finde, das ist halt eine tolle Sache. Ne? Das Ganze ist natürlich jetzt hier was fürs angenehme Feeling zu Hause, aber das Ganze haben wir hier auch mit unserem Baustrahler. Hast du vorher so schön gesagt, wenn man was arbeiten will, Vivian. Schauen Sie mal hier, liebe Zuschauer. Oft ist es ja so, wenn man im Sommer oder jetzt auch im Frühjahr was anfängt, dann kommt die Dämmerung früher als man denkt. Und dann will man ja nicht aufhören. Und hier hat man seine Steckdose to go, nimmt die mit, zusammen mit dem Scheinwerfer, mit dem Baustrahler und hat dann eben Strom für unterwegs, von dort eben, wo man Strom braucht, an der Stelle. Das Ganze geht dann natürlich auch mit einem Akkuschrauber. Oftmals ist es ja so, du hast einen Wechsellader, das heißt, du hast noch einen zweiten Akku dabei und dann möchtest du, wenn du dort vor Ort bist und arbeitest, auch im Schrebergärtchen oder unterwegs, hier am Gartenzaun, möchtest du parallel gleich den zweiten Akku laden. Auch das geht hier wunderbar. Einfach mal schnell anschließen. Naja, und dann hast du Strom. Ist eine ganz tolle Sache. Und jetzt habe ich eine Besonderheit, Vivian. Die ist richtig klasse. Liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen mal zeigen, wie stark unsere Powerbank hier ist. Wir gehen mal rüber ins Auto. Jetzt Augen auf und wirklich staunen. Es wird ganz, ganz besonders, denn das ist richtig, richtig krass. Wir haben hier unseren elektrischen Wagenheber, ne? Der hebt hier 750 Kilogramm hier punktuell. Also wir haben den jetzt hier unter das Auto gestellt. Und jetzt schauen Sie mal, was unsere Powerbank hier tatsächlich imstande ist zu leisten. Hier 12-Volt-Anschluss eingesteckt. Und jetzt schauen Sie mal, jetzt hebe ich hier mit meiner Powerbank 42 Amperestunden wow. und dem elektrischen Wagenheber das Auto an. Ich finde, das ist richtig klasse. Das zeigt auch, wie stark und wie viel Power, wie viel Kraft hier unsere Powerbank hat. Das ist der absolute Oberhammer. Schauen Sie sich das an, liebe Zuschauer.
Das ist auch wirklich Kraft pur. Kraft pur in Form von dieser fantastischen Solar-Powerbank des Solarkonverters jetzt hier mit 42 Amperestunden für 123,41 Euro. Und weil Sie ja jetzt auch schon weitere Highlights aus dieser Sendung und aus dem Programm hier bei Pearl TV sowieso schon in den Warenkorb gelegt haben, darf ich Ihnen sagen, dass Sie ab 150 Euro Porto und versandkostenfreie Lieferung erhalten. Das ist natürlich auch ein absoluter Kracher. Die Bestellnummer benötigen Sie noch? Kein Problem, gebe ich Ihnen. NX2738 und die 569. Das hast du uns jetzt wirklich sehr, sehr toll hier auch nochmal demonstriert. Und ich glaube auch, jetzt mal so von Frau zu Mann, jetzt kommt ja auch bald die Grillsaison. Da ist sowas natürlich auch praktisch so für die Kühlbox, fürs kühle Bier ganz und genau, Co., oder? Ganz genau, das sind so die Anwendungsbeispiele, wo das auch eine ganz tolle Lösung ist. Also, hier sehen wir es ganz toll. Du brauchst keine Kabel durch den Garten legen, keine Kabeldrommeln, die dann beim Regenschauer, beim nächsten Regenschauer nass werden, alles muss schnell reingeräumt werden. Nein, du kannst den Strom hier mit deiner Steckdose to go einfach hier, man sieht es ganz toll, auf den Tisch gestellt und dann wird die Musikanlage, die Kühlbox, meinetwegen die 12 Volt Kaffeemaschine, also da kann man ganz viel alles mit betreiben, auch eine Lichterkette oder eben auch mal, ja, wie wir es gerade gesehen haben, Werkzeug, ne? Oder auch ein Baustrahler, also das ist eine tolle, tolle Sache und ich finde, wenn man so flexibel ist, dann macht das natürlich noch viel mehr Spaß, wenn man draußen ist. Denn oftmals ist es ja auch so, das einfachste Beispiel ist zum Beispiel das Smartphone-Laden. Man daddelt da immer vor sich hin, dann geht der Strom irgendwann zur Neige und dann steigt der Frust vor allem bei den Teens, bei den jungen Leuten. Und dann kannst du ganz einfach sagen, schau mal, was ich hier habe. Dreimal USB-Anschluss und dann wird jedes Smartphone aufgeladen. Vor allem können wir Ihnen garantieren und versprechen, dass die Nachbarschaft wahrscheinlich neidisch darauf sein wird, wenn Sie dann demnächst Ihr Auto mit so einem elektrischen Wagenheber anheben und das mit so einer Steckdose to go. Oder wenn Sie da die Kühlbox mit rausnehmen, vorne auf der Bank sitzen und Ihr kühles Bier schlürfen und Sie dann auch nur 123,41 Euro gezahlt haben, dann haben Sie auf jeden Fall alles richtig gemacht. NX2738 und die 569. Jetzt geht es weiter, liebe Zuschauer, mit einer weiteren Steckdose to go, denn Sie haben jetzt tatsächlich die Qual der Wahl. Soll es hier unser absoluter Bestseller sein, der über die gesamten Monate die letzten Monate vergriffen war? Oder sagen Sie, nee, also wenn ich mir sowas bestelle, dann möchte ich auch das größte, bestmögliche haben, was es momentan gibt. Da will ich 75 Amperestunden. Ganz genau. Also hier, du hast es so schön gesagt, nahezu die doppelte Leistung, also von 42 auf 75, bedeutet für Sie, Sie haben einfach noch länger Strom. Ne? Wenn man tatsächlich sagt, Mensch, komm, wir sind wirklich ständig draußen. Wir haben einen kleinen Schrebergarten, da fahren wir immer hin. Wir machen Camping, sind da im Outdoor-Bereich oft unterwegs, Angler oder so. Sowas. Das ist ja immer so, du bist draußen, aber ohne Strom bist du auch immer so ein bisschen aufgeschmissen. Es fehlt immer was. Und genau für die Menschen ist natürlich hier unsere 75 Ampere-Variante extrem stark und zu dem Preis, den wir heute eben auch anbieten können, ein tolles, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben hier auch unseren ganz gewöhnlichen Schuko-Stecker, wo wir eben unsere Verbraucher mit diesem ganz herkömmlichen Haushaltsstecker, den Sie alle kennen, beispielsweise von Ihrem Staubsauger oder der Kaffeemaschine anschließen können. Wir haben aber auch hier an dieser Variante die beiden 12-Volt-Buchsen hier für 12-Volt-Geräte und zweimal USB. Also auch hier für Smartphone-Aufladen ist hier gesorgt. Und durch Quick Charge haben wir hier noch eine Funktion, dass wir das Smartphone, wenn das unterstützt wird, besonders schnell aufladen. Hier, was ich eben auch ganz schön finde, ist das schöne digitale Display, wo man dann auch die Ladestandsanzeige sehr komfortabel hier in Zahlenform ablesen kann. Und gleichzeitig noch hier mit dieser Balken-LED, die so eine Batterie ja andeutet. Also hier auch eine ganz tolle Funktion. Und auch hier bist du natürlich, was Strom angeht, völlig unabhängig. Und wenn man jetzt, ich habe es vorher kurz gesagt, was arbeiten möchte, das schöne Wetter verleitet ja geradezu, dann hast du halt deinen Strom dabei. Und nochmal, du musst keine Kabel ziehen, keine Kabel trommeln, das geht alles ganz bequem. Und die ist halt dann ganz fix an der Haushaltssteckdose wieder aufgeladen. Und wenn man unterwegs ist, kann man sie sogar am Zigarettenanzünder aufladen. Tja, und Sie können sie überall hin mitnehmen, ob ins Auto, ob ums Auto herum, ob in den Garten, ob zum Grillen, auf die Bank, ganz egal, wo Sie wollen. Und das für 189,91 Euro
versandkostenfrei unter der Bestellnummer NX2739 und der 569. So, und dann jetzt bitte schnell entscheiden und in die Leitung gehen, denn gerade hier unsere Steckdosen To Go, die waren viele, viele Monate vergriffen. Endlich sind sie lieferbar. Wir können nicht garantieren, wie lange. In diesem Sinne, ran an den Hörer und dann lassen Sie es sich gut gehen diesen Sommer hier mit passend Strom ums Auto.